Hallo, heute besuchen wir wieder Züchterkollegen und zeigen euch denen einen Klassenwurf. Die haben da kleine Golden Doodle gekriegt und in meiner Hand habe ich die ersten zwei Hündinnen, die ich euch zeige. Da gibt es die Helle, die ist schon getauft von ihren neuen Besitzer. Das ist die Cara Mia. So viel ich weiß, heißt das sowas wie mein Schatz frei übersetzt. Und die dunklere Hündin da, die Farbe nennt man Aprikot, das wird mit der Zeit etwas intensiver und das ist natürlich deutlich seltener. In Gold oder in Weißlicht gibt es schneller mal ein, aber die rötliche oder orange Färbung ist einfach in der Natur grundsätzlich seltener und vererbt sie halt schwächer. Glücklicherweise kommt das da von der Pudelseite und deswegen haben wir ein paar von den Welpen einen richtigen Schuss Farbe erwischt. Da es in dem Wurf nur zwei Mädels gibt, sind wir mit denen fertig und wir kommen jetzt zu den Buben, zu den Rüden. Und da habe ich einen mit wirklich fantastischer aprikotroter Färbung. Das ist der kleine Elvis, der ist auch schon getauft. Und manches Mal ist es so, dass die neuen Besitzer gleich einen Namen wissen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal wird das erst nach dem Besuchstermin ausgemacht. Und das ist halt wie immer im Leben nicht alles ganz gleich. Von der Wachstumsphase her ist es so, jetzt mit 14 Tagen haben die Augen geöffnet und fangen schon an zum Schauen, wobei aber Welpen richtig sehen und hören können erst nach 21 Tagen. Man sagt, die ersten drei Wochen befinden sich die Welpen in der vegetativen Phase, das heißt, da wird wirklich nur Milch getrunken, geschlafen und umeinander gruselt. Sie fangen jetzt schon an, das Wurflager zu verlassen, wenn sie Pipi machen müssen, damit ja das Becken nicht schmutzig wird. Sie können sich schon alleine lösen, das heißt, die Mutti muss nicht mehr so putzen, aber sie putzt halt dann hinterher auf, so wie wir auch hinter unsere Kinder nachher putzen. Der nächste kleine Rüde hat eine goldene Farbe, das heißt nicht ganz weiß und nicht orange. Die goldene Farbe wird so ähnlich wie beim Golden Retriever und in dem Alter kriegen sie jetzt die erste Enturmung. Man tut da gelegentlich die Kralle schneiden, weil die Welpen sonst die Hündin so am Gesäuge kratzen, weil es sollte es nicht glauben, die sind erbarmungslos mit der Mutter, wenn die einen Hunger haben, die kennen da keinen Respekt oder keine Rücksichtnahme auf die Mama und ihr empfindliches Gesäuge. Das hat halt die Natur so eingerichtet, weil die Kleinen müssen wirklich selber schauen, dass sie groß und stark werden. Jeder, der einen Dudel erwischt, hat wirklich Grund zum Luftsprung machen. Yippie! Die nächsten zwei kleinen Geschwister, wieder zwei helle Rüden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind in dem Wurf mehr Burschen als Mädels. Das verteilt die Natur einfach manchmal so. Es gibt da Würfe, da sind nur Jungs oder nur Mädels und manchmal 50-50. Mal so, ist wie im Casino, wie im Roulette. Einmal geht es rauf und einmal geht es runter. Bei den kleinen Rüden muss man ja dazu sagen, diese Elterntiere, es gibt übrigens für alle Elterntiere, von denen ich Welpen vermittle, die sind voll zuchttauglich. Das heißt, die haben diverse Untersuchungen, Ausstellungserfolge, haben wirklich alles, was notwendig ist. Da wird von Menschenhand alles getan, damit die Nachzucht wirklich perfekt ist. Manches Mal ist ja so, es gibt Leute, die sind von diesen Hybridzüchtungen nicht so überzeugt und sagen, ich weiß auch nicht, ob das was ist. Die Wahrheit ist, wenn man gute Elterntiere vermischt, auch von verschiedenen Rassen, und das Resultat, so wie beim Golden Doodle, wirklich nahezu perfekt ist, dann ist das keine schlechte Idee, weil durch diese verschiedenen genetischen Informationen, die die verschiedenen Rassen mitbringen, sind die Hunde natürlich wesentlich widerstandsfähiger. Das heißt nicht, dass sie vor jeder Krankheit und jeder Gefahr des Lebens geschützt sind, so darf man das nicht sehen, aber die Grundbasis und die Grundvoraussetzung in der genetischen Vererbung ist einfach optimal, wenn sie sich ein bisschen mischt. So, dann holen wir uns noch die nächsten im Bunde. Ah, wie langweilig das Gequatsche. Und schon sind wir am Ende von den lieben kleinen letzten Fuzzileins zum Herzen. Und da erinnert ihr euch nur einmal,
Ihr seht jetzt, wie klein das Ding sind und wie empfindlich Welpen sind. Deswegen gestatten natürlich die Züchter vor 4, 5 Wochen keine Besuche. Einfach aus Schutz vor Infektionsgefahren, weil ihr müsst euch wirklich vorstellen, die ganze Welt ist voller Keime, Bakterien, Viren und Parasiten, und wenn man sie so schnell zu den Babys zuwickelt und womöglich schrecklicherweise vorher nur bei anderen Tieren war und eventuell was überträgt, das war natürlich wirklich fatal. Bitte seid da vernünftig. Wenn wir zum Züchter vor Ort Welpen aussuchen, dann bitte nicht vorher andere Tiere besuchen, am besten frische Kleidung tragen, aufpassen, dass man nicht in irgendeinen Hundehaufen einsteigt, bevor man zuwackelt zur Haustür. Das sind einfach so wichtige Hygienesachen, dass da nichts passieren kann, weil so wie sie der Züchter verlassen will, wollt sich ja auch ihr verlassen, dass der Hund gesund übergeben wird. Und für Gesundheit können wir natürlich nur gerade stehen, wenn wir unsere Hunde entsprechend aufziehen können. Okay, dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Das war der erste kleine Lagebericht von den Golden Doodle aus der Steiermark. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Video. Baba und pfiat euch. Sagst du auch schon tschüss, ja? Baba.